So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Multiplayer. Ich habe es jetzt endlich geschafft, mir die Folge von eben dann halt, oder die Aufnahme anzugucken. Und habe herausgefunden, dass die erste Entscheidung immer die richtige ist, denn der Sound war eigentlich so relativ perfekt, wie ich das hatte. Und dadurch, dass ich das noch lauter gestellt habe, war das in der letzten Folge medium geil. Ja. Nein! Scheiße, war ja klar, dass da wieder einer um die Ecke lauert, wartet, whatever. Da war auf jeden Fall eben einer. Nein. Jawohl, noch einen gekillt. Scheiße, und dann kommen natürlich von hinten schon wieder die nächsten angeschissen. Das ist doch kacke. Alter, Verwalter, du. Oh, und der hatte da natürlich die Leiche als Schutz quasi. Ah, ich vergesse die Burn Cuts, habe ich schon wieder völlig vergessen. Oh oh. So. Ich will auch jetzt demnächst mal umsteigen hier wieder auf Unsichtbarkeit. Nicht auf Highspeed, weil unsichtbar ist immer gut. Haha. So. Ah, den kriegst du aber nicht. Scheiße. Oh, geschafft. Gut. So, Titan Online. Mein Titan hier ist bereit und so. Ach schade, ich dachte vielleicht bleibt der da stehen. Das war meine eigene. Na, geil, wie ich das wieder hinbekommen habe. Wahnsinn. Ah, ich hab mich, ich hab dem assistiert bei meinem Tod. Jawohl, mein Titan geht's noch relativ gut. Dann, hallo? Achso, Guard Mode hat er. Ist an. Nee, ist nicht hier mit. Wow, da bin ich von der Maus abgerutscht. Scheiße. Oh Mann, ey, Burn Card, was haben wir denn da Feines? Schneller laufen. Ja, komm hier. Das kill ich immer viel. Okay, das waren jetzt Grunts. Egal. Hammer, wie unglaublich schlecht das war, ey. Ist er tot? Ja, cool. Habe ich den noch mitgekillt gleich. Warum nicht? Okay, dann den weg hier. Jawohl. Ja, Unsichtbarkeit hat halt den Vorteil, wenn man einfach mal eine Strecke irgendwie übers freie Feld laufen muss und nicht entdeckt werden will, kann man kurz Dings reinhauen und dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest enorm geringer. Fuck. Das habe ich nicht kommen sehen. Ist ja eigentlich logisch. Und bei der Waffe hier, ich meine bei der SMG oder bei der Schrotflinte, wenn man nochmal auf kurze Zeit nochmal ein Stück näher ran muss an den Gegner. Jawohl. Schön. Ist er tot? Ist er tot, ja. Fuck, ey, die hängen da aber auch alle auf einem Fleck immer rum, ey. Und cool. Oder eigentlich ziemlich klug, aber trotzdem. Und cool. Macht es mir schwerer, Gegner zu killen. Ne? Mann.
Habe ich mich selbst gekillt. Hammer geil. Und mein Titan macht natürlich auch richtig klugen Stuff hier gerade. Aber gekillt. Juhu! Oh, oh. Nicht mit mir hier. So. Okay, Sprinten kann man natürlich auch verwenden, um Strecken zu überbrücken. Gerade wenn das da irgendwie so offenes Feld ist, einfach kurz rüber sprinten und dass einen niemand sieht oder zumindest nicht so gut zielen kann, dass er da an einen trifft dann auch. Ah, fuck. Aber Unsichtbarkeit finde ich da durchaus sinnvoller. Alter, wie schlecht war das denn bitte? Ah, shit. Juhu. Alles klar, defeated und cool. Aber egal, versuchen wir es mal noch zu entkommen zumindest. Ich habe jetzt gerade noch volle Ausrüstung, da sollte was mit machbar sein auf jeden Fall. Ups, hier geht's nicht durch. Ah, scheiße, vom verbündeten Schild hier abgefangen. Alter, zu dritt sind sie da hinten. Zu viert. Oh Mann, ey. Ja. Okay, das war natürlich blöd. Gut. Liegt nicht ganz so voll, 7-10, aber egal. Für mich ist das noch so durchaus gut. Weil, naja, ich sonst nicht viel besser bin. Und sie konnten das Dropship nicht zerstören. Und er macht halt einen Abflug. Hui. Witzig. Oh, was für hochauflösende Texturen. Geil. Ja, schade, aber egal. 10-4, naja. Jedenfalls, EP Level Up dürfte auf jeden Fall drin sein. Jupp. Sehr schön, Level 22 schon. Pilot Anti-Titan Mag Launcher. Magnetische Granaten. Okay, das klingt cool. Jawohl, Pest Control. Und noch zwei Pilots killen. Und dann habe ich das auch. Grunts. Hier, rein damit. Oh, ich habe noch neue, sehe ich gerade. Was habe ich denn da noch neu? Hier ganz vorne. Shock Rocks. Unendlich viele magnetische Arc Grenades. Geil. Klingt aufwitzig. Probiere ich bestimmt auch mal aus. Ah, ich glaube, die hier ist richtig geil. Wie sieht's mit dem... Der macht sogar mehr Schaden als der Raketenwerfer. Ist zwar ungenauer, die Reichweite ist geringer. Die Feuerrate ist aber höher und hat 5 im Magazin. Ich probiere den auf jeden Fall mal aus. Mal schauen. Vielleicht, wenn er scheiße ist, merke ich's. Ups, bin ich jetzt auf Leave gekommen? Nee. Alles klar, dann beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao.